Moin zusammen. Der Naturstreu ist wieder da. Ich bin heute unterwegs auf dem Campingplatz auf dem Simpel. Hier hinter mir ist es die Anmeldung und da ist heute Country-Abend. Richtig cool. Da wird gegrillt und alles. Da werde ich gleich mal hingehen. Ich habe hier mit meiner Family heute ein Gästezimmer gebucht. Heute mal nicht mit dem Zelt, weil heute mein Geburtstag ist und wir waren heute in dem Heidepark und haben da einen schönen Tag verbracht. Wie ihr seht, herrliches Wetter, richtig gut. Und jetzt werde ich mal den Campingplatz unter die Lupe nehmen und werde euch mal mitnehmen. Los geht's!
Ja, ihr Lieben, das war der Campingplatz auf dem Simpel. Richtig gut. Und mir hat es hier sehr gefallen. Der Geburtstag war grandios, schön. Abends hat meine Frau noch eine Geburtstagsüberraschungsparty für mich organisiert. Alle Leute waren da und haben mit mir bis tief in die Nacht gefeiert. Das war richtig schön. Ja, zu dem Campingplatz. Schöne Anlage, super gepflegt. Auch die Sanitäranlagen. Ganz viel, ganz toll, ganz sauber. Was mir aufgefallen ist, ich sag mal, bis auf den Spielplatz am Anfang und der Swimmingpool sind die baulichen Attraktionen eher gering, was den Campingplatz halt auszeichnet, ist die unmittelbare Nähe zum Heidepark. Es sind tatsächlich nur 5 bis 10 Fußminuten entfernt. Wir haben es ausprobiert und was noch in der Nähe ist, ist dann der Vogelpark Walsrode, der Sigrid-Geti-Park und noch viele andere schöne Anlagen und schöne Freizeitparks, die von dem Campingplatz leicht und gut zu erreichen sind. Und damit werben die auch selber ganz viel. Und das macht den Campingplatz selber schon zu einer Attraktion. Gerade für weiter Anreisende ist es sehr praktisch, wenn man da eine Woche sich einbucht und dann die Attraktion im Norddeutschland, sage ich mal, abklappert. Wunderbar. Ist richtig praktisch, richtig gut. Das Personal ist super freundlich. Also wir haben auch gerade an meinem Geburtstagabend, dann haben wir noch spontan 2 Zimmer buchen können und noch ein Schlaffass. Und die waren super hilfsbereit und wir haben uns da sehr wohl gefühlt. Ja. Das war es eigentlich auch schon wieder. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bald wieder einschaltet. Und lasst noch ein Abo da, so auf die Schnelle. Und noch ein schönes Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin. Adiosos.